Öschen, meine lieben Leute. So, wir gucken jetzt auch mal hier in die Optionen. Grafikoption. Boah, die Maus ist sehr schnell. Okay. Dann werden wir das anwenden. Mal ein bisschen umstellen. Dass wir gute Sicht haben. So. Sichtfeld, machen wir 130, gut so. Da gehen wir mal was runter. Jo. Okay, warte mal, was ist hier noch? Zerren, nee, gar nicht. Wechsel Wassereffekte aus. So. Okay, alles klar. Dann würde ich auch sagen, dann fangen wir einfach mit dem Spiel mal an. Sieht ja schon ein bisschen sehr verschwommen aus, aber ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist. Oh, Musik weg. Schon fortfahren mit Leertaste. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf.
Feuer. Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist Tannenbaum und ich brauche dringend deine Hilfe. Ich versuche mich in der Bahnstation des Atlantikes. So, hallöchen, hallöchen. Und willkommen zum zweiten Teil nochmal. Und wir spielen direkt einen Daddy. Okay. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier alles so schön verändert haben. Es läuft jedenfalls flüssiger. Ist das der erste Teil? Also man kann jedenfalls schneller laufen, sagen wir mal so. C zum Ducken. Okay. Die große Maschine kann sich ducken. Alles klar. Okay. Die Schrift ist jetzt mal nicht gerade berauschend, also was angezeigt wird. Ich fand schon beim ersten Teil schon ein bisschen besser. Okay, alles klar. Können nicht untersuchen? Doch. Das klappt. Ist mal direkt mal alles mit, was wir mitnehmen können hier. So, ist doch die alte, die wir gesehen haben. Aber vielleicht kann ich die Maus noch mal ein bisschen was runterstellen. Die sind bestimmt sehr heftig. Kann ich nicht weiter runterstellen. Schade. Ja. So unterstellen. Vater. Okay. Wer war das jetzt? Alles klar. Okay, das ist wie beim ersten Teil, sehr gut. Ja, komm her, wir machen euch vernichte hier. Nehmen wir direkt auch wieder alles mit, was wir mitnehmen können. Brauchen wir ja. So. Wo ist der jetzt hin? Ich habe Gesundheit gewonnen, okay. Was haben wir da hier unten? Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Okay, mit der Rolle hatten wir ja schon zu tun. Okay, dann gehen wir mal dahin. M ist die Karte. Ja, so sieht die aus, okay. Wo ist das Ziel? Okay, sieht man noch nicht viel.
Probieren wir es einfach aus und gucken wir mal. Da hinten ist ein Daddy. Big Daddy. Ich habe seit Wochen kein Evan mehr gehabt. Ich kann dein Daddy. Du bist ein Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Dies ist eine Nachricht an das Volk. So, denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Alles klar. Jetzt die Frage, wie kann ich mich heilen? Tastenbelegung, haben wir sowas hier auch? Steuerung anpassen. Verbrauchsempfindlichkeit, warum ist das denn hier auch so hoch? Machen wir direkt mal hier auf 1, ey. So. Ja, ich wollte die Steuerung sehen. Ah, da. Tastenzuweisung. Springen, bewegen. Wow. Speichern. Karte. Erste Hilfe, ja. Okay. Okay. Ein bisschen merkwürdig. Eine Nagelpistole, eben, geil ist das denn? Okay, dann gucken wir jetzt das mal. Ein bisschen, bis wir hier mal irgendwas gebrauchen können zum Nachladen. Selbe Taste. Okay, alles klar. Und dann gehen wir weiter. Kein Leben mehr. Toll. Dann steht nicht irgendwie. Wow, der kann sich heilen, so wie es aussieht. Ich brauche Munition irgendwie. Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran. Big Sister auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. 6 Schuss ist da drin. Okay, alles klar. Das waren das doch keine Pilze, das waren das Nieten. Alles klar. Dann werden wir mal weitergehen. Okay, die Schrift ist wirklich blöd gemacht. Folge steht hier einfach nur, oder was? Wo ist der jetzt? Oben hängt der nicht. Da ist der. Okay, wo muss ich hin? Da, es wird eine Runde getaucht. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay,
Wir suchen dich. Kein Thema. Aber sieht schon wieder geil aus. Richtig geil. Darf ich wenigstens die Sachen hier mitnehmen? Danke. So. Ist hier noch irgendwas drin, ne? Ja, aber. Munition brauchen wir immer. Sieht schon jedenfalls geil aus. Wie beim ersten Teil. Aber wie gesagt, die Schrift ist halt ein bisschen bekloppt. Fand ich beim ersten Teil schon ein bisschen besser. Aber na gut. Haut der ab oder bleibt bei mir? Ja, der haut ab, so wie es aussieht. Okay. Dann Abmarsch. So, sehr schön. Daddy ist zu Hause. Doch gedrückt. Hey. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Ist klar. Du suchst. Weiß es nicht. Wo geht's denn hier auf? Da. Gibt's hier noch ein bisschen was, was wir gebrauchen können? Warte mal, können wir die aufmachen? Ja. Okay, Bohrer kriegt man hier auch, alles klar. Nehmen wir erstmal wieder alles mit, was wir mitnehmen können, ja. So, aber hier spiele ich, wie es aussieht, nur den Big Daddy. Aber ich weiß nicht genau. Okay, kann man sterben? Da kommen wir wieder. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Drogensüchtige, okay, alles klar. Was ist das denn jetzt? Okay. Okay. Ist. Kann ich das jetzt denn hier machen? Ist irgendwie bekloppt? Ein Hackpfeil, okay. Ach so, warte mal. Tja. Kaufen, hacken, okay. Ah, okay, ich verstehe. Ja, so geht das Hacken, okay. Cool. Sieht schon mal geil aus. Auf die 2 bitte. Hacken. Schatzbox. Ah. Also gehört zu mir jetzt der Sicherheitsbord. Oder kannst du irgendwas Spezielles? Ah ne, nur deaktivieren. Okay, alles klar. Haben wir hier irgendwas da rumliegen? Okay, das war mal ein Zug. Alles klar, bist tot. Hier spricht Dr. Sophia Mann. Andrew Ryan ist tot.
Aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Alles klar, wir lehnen alles ab. Aber ich würde sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge. Also wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann. Ciao.